bisschen von was. Ja, hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute wieder einmal hier rausgefahren mit meinem E-Bike in die Küstenheide hier bei uns in Cuxhaven. Und mit dabei habe ich heute nur die X2. Die reicht mir hier heute. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen hier, weil nämlich auch gerade die Heide hier blüht. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer zeigen können. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich werde sicherlich auch wieder einen kleinen Musikclip darauf schneiden. Weiß ja Bescheid, wenn dir das Ganze gefällt. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreib einen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du kennst das ja alles schon. Okay, und dann sind wir jetzt hier in der Küstenheide, wie gesagt. Fahre ich jetzt mal ein bisschen aus mit dem Selfie-Stick. Dann hast du da einen recht guten Überblick. Wir schnappen uns jetzt gleich wieder das Bike und fahren dann ein bisschen hier durch die Heide. Das Waldgebiet dabei werden wir dann auch ein bisschen durchqueren. Und ja, mal schauen, wie das alles so passt. Das Wetter ist heute natürlich wirklich fantastisch. Wir haben mittlerweile Ende August, schon bald Anfang September hier an der Nordsee. Und die ganzen Wochen vorher jetzt war es ein bisschen verregnet und heute ist die Sonne rausgekommen. Da dachte ich mir dann auch, nutze ich die Gelegenheit und mache ein paar Aufnahmen für dich. Ja, die Drohne habe ich hier heute gar nicht mit dabei, weil ich ja letztes Mal vom Forstaufseher, vom Jägermeister hier, darauf hingewiesen wurde, dass man im Naturschutzgebiet sowieso nicht fliegen darf und dann auch mit 500 Meter Abstand das Ganze machen muss. So, hier sind wir auf dem zentralen Platz hier, auf dem Feldherrenhügel, so nennt er sich, und da gehen wir jetzt mal hoch. Das ist hier diese kleine Erhebung. Das ganze Gebiet wurde ja früher von der Bundeswehr genutzt für Manöver mit den Panzern, und dann hier oben von dem Hügel hatte man eine ganz gute Draufsicht und konnten dann die Feldstäbe und Generäle das Manöver beobachten. Jo, fahren wir dich hier auch noch mal aus ein wenig. Das ist jetzt alles hier bewachsen mit Hagebutten. Riecht auch sehr schön. Hier ist dann mal so eine Übersichtskarte, was man hier vorfinden kann. Ja, tolle Aussicht. Die Heide blüht ja, wie gesagt, zurzeit. Und ich hatte ja schon Aufnahmen auch mit der Drohne vorher schon die Jahre gemacht. Die werde ich mir jetzt hier auch mal so ein bisschen mit einspielen. Mit dabei habe ich dann heute auch meinen neuen Hut, meinen Biberhut. Ja, ich finde den ganz schick. Schöner Fedora. Gut, gehen wir hier mal wieder runter. Jo. Und unten angekommen wartet dann das E-Bike auf mich wieder. Und da werde ich dich jetzt mal drauf schrauben, auf meine Befestigung hier. Der Schraube. So, setzen wir das mal wieder da drauf. Dreh, dreh, dreh. Okay, dann starten wir jetzt hier mal wieder das E-Bike und fahren mal gemütlich ein bisschen durch die Heide hier. So, und dann geht's los. Ausgerichtet. Fahren wir dann hier lang.
Moin. Moin. So, mitten in der Heide. Ich hoffe, das klappert jetzt nicht so sehr. Sonst machen wir da halt Musik runter. Gucken, das Einzige, was hier klappert, werden wohl meine Zähne sein. Die Heide. Mal noch ein bisschen weiter hochfahren. Zumindest etwas. Sieht man ein bisschen mehr. Schön. Dort unten hatte ich ja den Test gemacht mit der R2 und der Mini. Unten an dem Gatter. Okay, weiter geht's. Fort. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, dass du gesund bist. Dass du auch was Schönes unternimmst. Und schau mal, hier gibt es dann diese, die nennt sich die späte Traubenkirsche. Hier. Und die Früchte davon, die kann man tatsächlich essen, die schmecken auch sehr gut. Scheinen aber noch nicht so 100% weit zu sein. Der hier, der geht glaube ich schon. Noch sehr sauer. Ich denke mal, da muss ich nochmal wiederkommen. Und dann sind die reif. Dann kann ich die probieren. Ich mag die gerne. Haben wir mal den Zufall entdeckt, wie ich hier mit meiner Ex-Freundin spazieren gegangen bin. Dann haben wir mal todesmutig eine dieser Beeren ausprobiert und man überlebt es tatsächlich. Sie sind nicht giftig, schmecken klasse. Mit diesem schmalen Pfad jetzt hier. Sieht schön aus, die Heide, wenn die blüht. Ein Purpur, Purple, klasse. Hier auch gerade so durch mit meinem Rad auf dem Trampelpfad hier. Mal die Aussicht noch mal hören. Ich bin über die Heide gefahren. Okay. Bisschen auf das Fahren konzentrieren. Ich war hier in Schlangenlinienland. So, und da ist der normale Weg wieder. Da dürfte es dann gleich etwas besser vorangehen. Mal wieder ein bisschen rein. Oh. Ist das etwas stabiler, das Ganze. Okay. Ich glaube, da hinten können wir sogar die Rinder bestaunen. Oder die Pferde, die Konik, die Urpferde. Die grasen da hinten. Mal schauen, ob wir da ein bisschen was von drauf bekommen. Sehr angenehm. Gute Luft hier.
schönes Waldstück. Da haben sie sich erschreckt. Die Reiter. Da haben sie sich erschreckt. Hier geht's weiter. Pfützen. Mal schauen, ob wir da durch müssen. Und ob wir drum herum kommen. Hier ist der Weg dann wieder etwas sandiger. Normalerweise sollen die Pferde hier nicht drüber laufen. Die haben ihre eigene Spur daneben. So, wie du sehen kannst, waren die auch schon unterwegs. Sandig. So, da sind wir drüber. Nochmal. Jetzt geht das ganz gut. Ich möchte nicht wissen, wie sich das fährt, wenn es nass ist, wenn es regnet. Und fahren wir nach hier lang. Seitenstreifen. Liegen immer viele Tanzapfen. Moin. Jo, kehren wir mal hier auf den normalen Weg zurück. Sehr, sehr schön. Und wieder eine riesige Pfütze. Die können wir aber auch wieder ganz geschickt umfahren. Das klappt. Geradeaus müsste dann auch bald der Turm kommen. Tja, ich habe jetzt schon länger nicht gevloggt, aber dadurch, dass ich im Sommer jede Menge auf Vorrat aufgenommen habe, habe ich noch etliche Videos, die ich dann immer an Regentagen ganz gut schneiden kann und veröffentlichen. Ich mache mir da keinen Stress. Und dadurch, dass jetzt auch wieder meine Shows, die Messen angefangen haben, habe ich natürlich da auch nicht immer so wahnsinnig viel Zeit für. Aber nach und nach werde ich die dann veröffentlichen und ich hoffe, die gefallen dir dann auch. Falls ja, dann zeig mir das bitte auch. Schönen Daumen nach oben geben, kleinen Kommentar schreiben, abonnieren, die Glocke drücken. Du kennst das ja alles schon. Moin. Hallo. Hi. Jo, und hier ist dann das verlassene Gelände. Der Lost Place. Den hatte ich euch ja auch schon
in ein paar Videos vorgestellt. Da geht das dann rein. Da sind wir ja drüber geflogen. Das erstmal von der Seite an. Das ist so eine alte Schranke. Da geht es rein zu der Waschanlage, zu dem Tor. Ist jetzt natürlich abgesperrt. Oder schon immer abgesperrt. Könnt ihr das von hier sehen? Probiere ich noch mal eine Traubenkirsche. Lächelt nicht so an. Schön schwarz. Die war schon relativ gut. Die war schon relativ reif. Aber so ein bisschen der letzte Kick, der fehlt noch. Ja, wenn wir hier jetzt runterfahren, kommen wir an die Schießanlage, die ja noch in Betrieb ist. Machen wir das gleich noch. Aber jetzt fahren wir hier erstmal geradeaus weiter. So, an der alten Waschanlage dran vorbei. Ist auch noch immer ordentlich Wasser drin. Könnten Sie doch Fische züchten, Karpfen oder Forellen, irgendwie sowas ließ sich doch da ganz gut machen. Hier war noch so eine alte Gerätschaft das letzte Mal, die ist jetzt abgebaut, die ist hier nicht mehr vorhanden. Beginnt wieder das Naturschutzgebiet, Küstenheide. Hier geht es zum Aussichtsturm. Wollen wir jetzt auch mal den schönen Turm erklimmen. Da steht es auch. Wilhelm Lemke Aussichtsturm. Wilhelm Lemke 1927 bis 2007. Träger des Umweltschutzpreises der Stadt Cuxhaven 1986.
Heute Wilhelm war ein Ornithologe und Förderer des Naturschutzes im Cuxhavener Küstenheim. Gehen wir hier mal hoch. Stufen. Hier schon mal eine erste Übersicht. Geht noch höher. So, dann sind wir oben. Und da haben wir dann die schöne Küstenheide. Ausfahren. Da hinten sind dann auch wieder Rindviecher. Nur die Pferde, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Dort ist eine Spinne. Könnt ihr die sehen? Und hier drin ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Trotzdem ist ein schöner Turm. Hier der Wald auf der Seite. Waldgebiet. Und hier die Forstaufsicht. Bisschen zumindest. Kollegen, Rinderkollegen. Kann man den aber gut erkennen. Dann halte ich hier mal eben an. Okay. Da kann man sie sehr gut sehen. Da ist einer. Könnt ihr den sehen? Wie schön groß der ist. Jetzt guckt er hierher. Gar nicht zuordnen, dass ich jetzt hier stehe und den Film. Das findet er dann eher etwas ungewöhnlich. Jetzt geht er. So
größer. Mal die X2 nochmal auf maximale Höhe fahren. So. Dann habt ihr da richtig schönen Überblick. Also so tolle Landschaft hier. Schönen Tieren. Neben mir sind auch wieder die Traubenkirschen. Die sind aber alle noch sehr rot. Noch nicht so zu empfehlen. Okay. Durch die Heide, die schöne Küstenheide. Okay. Vorne sind die Holzfäller, wie das aussieht. Am Arbeiten. Jo, kommen wir gar nicht allzu viel weiter. Ja, Holzfäller arbeiten hier. Drehen wir gleich wieder um. Um den nicht zu stören. Gebaggert, wenn die Baumstümpfe ausgebaggert. Cool. Okay. Und wir drehen wieder um. Ich glaube, ich muss da mal fahren. Ja, ich glaube mir. Ja. Hier geht es lang. Genau. Da sind wir dann richtig im Weg ins Nirgendwo. Ja, ich habe schon zu meiner Verlobten gesagt, wenn sie hier ist, dann holen wir uns auch wieder einen Hund. Ich hätte ja gern wieder einen Sheltie. Lass mal schauen, ob das klappt. Sind natürlich sehr teuer. Und mit Warteliste. Schauen wir mal. So. Dann kommen wir jetzt hier an der Schießanlage vorbei. Links sehen. Dann fahre ich dich noch mal aus.
door is open, I could walk right in. Ooh, but it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hit me up. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Wird noch genutzt von der Bundeswehr zur Schießausbildung. Schießtraining. Unsere Area 51 hier. Das Wachhäuschen ist nicht besetzt. Bei Zutritt wird man erschossen. Unbefugten Zutritt. So. Sehr schön. Können wir auch gleich wieder umkehren und zurückfahren. Okay. Ja. Ich denke, das reicht dann jetzt auch für dieses Video hier aus der Küstenheide. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Falls ja, weißt du ja Bescheid. Daumen nach oben geben, kleinen Kommentar schreiben. Gerne auch abonnieren, falls das noch nicht gemacht hast. Die Glocke drücken ist immer wichtig, damit du informiert wirst, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und dann wünsche ich dir natürlich, dass du gesund bleiben mögst, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, wie ich hier heute mit meinem E-Bike und der X2 in der Küstenheide an der Nordsee. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.